Dachen ist dem Umweltminister noch nicht vergangen, trotz der aufgeheizten Diskussion über den geplanten Abschuss eines Wolfes. Olaf Lies bleibt auch dabei. Der Leitwolf eines Rudels bei Nienburg soll abgeschossen werden. Auch mit Blick auf das abschreckende Beispiel Cuxhaven. Dort war vor 2 Jahren trotz zahlreicher Risse nicht gegen Wölfe eingeschritten worden. Das Rudel verschwand. Nicht auszuschließen, dass Wolfsgegner die Tiere getötet und vergraben haben. Der Staat war nicht handlungsfähig und in irgendeiner Form muss es ja zum Tod der Wölfe gekommen sein. Das darf nicht passieren. Das geht auch nicht. Da darf niemand selber handeln. Das ist, geht gar nicht, ob es eine Genehmigung gibt oder nicht. Das Handeln liegt in der Hand des Staates. Der muss allerdings auch handlungsfähig sein. Und deswegen warten wir natürlich, wie die Gerichtsentscheidung am Ende aussehen wird. Denn die Abschussgenehmigung ist vorerst ausgesetzt. Tierschützer haben geklagt, das Verwaltungsgericht Oldenburg wird entscheiden. Die Grünen kritisieren, mildere Mittel als der Abschuss des Wolfes seien nicht ausreichend geprüft worden. Wir dürfen nicht dazu kommen, dass man willkürlich anfängt, wie es so Forderungen aus der CDU gibt oder von der Agrarministerin. Ab und zu müsse man mal einen Wolf abschießen, sonst lernt er es nie. Das halte ich für grob fahrlässig und populistisch. Am Anfang waren es Schafe, Alpakas, Ponys, mittlerweile große, mehrere 100 Kilo schwere Rinder. Dann kann man sich schon die Frage stellen, was muss denn noch alles passieren. Insofern sind wir sehr froh, dass der Minister klar entschieden hat, er leitet dieses Verfahren zum Schießen des Wolfes ein. Vor allem Politiker von CDU und SPD befürchten, dass der Wolf bei Nienburg die Zeit jetzt nutzt, um anderen Tieren im Rudel beizubringen, wie sie hohe Weidezäune überwinden können.